Hallo Leute, heute gibt es von mir mal was ganz Ungewöhnliches, nämlich ein Tutorial mit einer bestimmten Vorlage. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann, ist es Disneys Ariel. Und zwar hat die liebe Mochi Likes, die ich euch hier mal verlinke, eine Reihe ins Leben gerufen, die Disney-Prinzessinnen. Die werden hoffentlich alle heute hochgeladen. Und am Ende verlinke ich euch Mochis Video und da gibt es dann hoffentlich auch die Links zu allen anderen. Ansonsten stelle ich euch da bestimmt nochmal eine Playlist oder eine Liste unten in die Infobox. Ja, ich habe mir Ariel ausgesucht, weil ich dachte einfach, zu den roten Haaren passt es, auch wenn das hier zugegebenermaßen nicht meine echten roten Haare sind und weil ich Ariel einfach sehr liebe. Das ist mein Look. Ich zeige euch gleich, wie ich den geschminkt habe und zeige euch auch die ganzen Produkte und so. Und ihr könnt mir mal bitte sagen, wie es euch gefällt. Wie ihr vielleicht seht, habe ich mich nicht an dem Look von Ariel orientiert, sondern so versucht, den Charakter und das Farbschema der Figur in meinem Make-up umzusetzen und nicht ihren Look nachzuschminken quasi, weil das wäre zu einfach gewesen mit roten Lippen und Lidstrich und ein bisschen Mascara. Ja, sagt mir, wie gesagt, wie es euch gefällt und vor allem sagt mir, ob ihr auch noch Ursula von mir sehen möchtet. Ich habe nämlich mal Ursula gecosplayt. Seht hier. Und sagt euch mal, ob euch interessiert, dass ich auch quasi den Villain dazu mache. Ja, und dann würde ich sagen, geht's ohne viel weiteres Vorgerede auch schon los. Viel Spaß! Ich fange schon mit komplett vorbereitetem Gesicht an, weil das ist ja nicht so spannend. Ich zeige euch mal kurz, was ich benutzt habe. Und zwar das Catrice Perfect Resist Make-up in 030 Sand. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Müsst ihr mal gucken. Und die Catrice Camouflage in 010 Ivory. Das ist meine Grundlage. Ansonsten habe ich abgepudert mit dem Manhattan Powder. Und ja, die Produkte, die ich im Folgenden benutze, werde ich euch einblenden oder in die Infobox schreiben, weil dann muss ich nicht die ganze Zeit reden und kann mich voll auf mein Make-up konzentrieren. Und da würde ich sagen, legen wir los.